So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Yo-Kai Watch 3, unserer Nuzlocke-Challenge, wo wir heute den Vendetti-Turm erstürmen werden. Aber bevor es dazu kommen wird, erstmal eine kleine Sitzung im Sitzungssaal. So viel Planungszeit muss natürlich noch sein, ehe wir den großen Angriff wagen. Und das, was dann sowieso noch kommen mag, dabei. Hey. In Ordnung, dann kommen wir mal zur Sache. Oh, wer hätte je gedacht, dass wir mal eine solche Besprechung erleben? Menschen und Yokai arbeiten Hand in Hand, ein historischer Moment. In der Tat. Und Jibanyan pennt. Durchaus. Eine Koproduktion von Menschen und Yokai. Aber davon abgesehen sind wir nur drei Techniker mit einem gemeinsamen Ziel. Nicht wahr? Ja. Genau, im Grunde sind wir uns sehr ähnlich. In der Tat. Sieht so aus. Egal, fangen wir an. Hallo. Unser Ziel ist an sich klar. Wir müssen Haiborg eine Möglichkeit bieten, sich an Land vorzubewegen. Ohne sein Borak können wir die Barriere nicht zerstören. Hm. Und am wahrscheinlichsten zerbricht sie, wenn er direkt darauf aufschlägt. Ihm Beine zu montieren wäre Nonsens. Er muss richtig geschleudert werden. Hm. Also kurz gesagt, er braucht einen Raketenantrieb. In der Tat. Exakt. Gut zu wissen, dass du schnell verstehst. Aha. Er sollte im Idealfall so angebracht werden, dass sein Körper heil bleibt. Genau. Verstehe, okay, dann weiß ich jetzt für alles Nötige. Aha. Werden Sie uns also helfen, Doc? Ja. Natürlich, das sollte mir keine Probleme bereiten. Oh. Gut, dann beginnen wir mit unseren Vorbereitungen. Wow, bei diesen Genies klingt das alles so einfach. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Los, mach schnell diese Rakete fertig. Mir geht es ganz ähnlich wie dir. Aber für uns gibt es hier wohl nichts zu tun. Tja, dann würde ich es mal empfehlen. Überlasst uns dieses Projekt. Geht ihr schon mal vor nach New Yokai City? Ja. Okay. Am besten geht ihr zum Yuppie-Store. Ich werde den Angestellten dort sagen, dass ihr auf dem Weg dorthin seid. Okay. Die Mission beginnt. Alles klar, wir lassen euch diese Hai-Abschussapparatur machen. Und wir legen dann jetzt mal los. Okay. Back in Yokai Action. Der portable Portalex kommt mal wieder zum Einsatz. In der Theorie her könnten wir jetzt... Warte mal, wie sehen unsere Lebenspunkte aus? Ziemlich gut. Ja, versuchen wir es einfach nochmal kurz. Mit Jibanyan B. Wir werden aber beim besten Willen... nicht die verbotene Frucht einsetzen. Da fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich noch mal sehen, ob bei der tanzenden Lady jetzt wieder was abgeht. Okay, jetzt sag auch nochmal alle Werte mal ein bisschen erhöhen.
Okay, im Grunde genommen müsste das funktionieren, was ich jetzt vorhab. Da wir jetzt allerdings bloß ein Münzfragment gekriegt haben. Wird es jetzt mal wieder Zeit, sich auf unser Glück zu verlassen? Okay, der Freundschaftsmodus ist schon mal aktiv. Und sowieso jeder Schuss ein Treffer. Okay, Jibanyan B wurde offiziell besiegt. Hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und es hat nichts gebracht. Schade. Schade. Es wäre jetzt noch eine gute Erweiterung fürs Team gewesen. Aber in diesem Falle machen wir das Ganze einfach auf normale Art und Weise. Aha. Hallo, der Firmenchef hat uns mitgeteilt, dass ihr unterwegs seid. Wenn ihr einen Augenblick hier warten würdet. Claro! Ich frage mich, wie lange der Umbau dauern wird. Ja. Nun, sie montieren eben eine Rakete. Es wird also eine Zeit dauern. Aber haben wir echt so viel Zeit? Was, wenn die Vendettiosi wieder auftauchen? Wenn wir nur wüssten, was dieser Don Vendetti vorhat. Also. Don Vendetti heißt Don Vendetti, nicht Don Vendetti. Ja. Aber im Moment können wir wohl nichts anderes tun, als uns zu entspannen. Hallo? Entschuldigt das lange Warten. Was? Was, ihr seid schon fertig? Soll was tun? Das war einfach viel zu schnell. Hey. Ja, Zeit ist kostbar, ganz besonders in der Welt der Technik. Ja, also, wo ist Cyborg? Habt ihr ihn vergessen? Keine Sorge, er wird jeden Moment hier sein. Wartet einfach ab. Cyborg im Landeanflug. Mit einem schnittigen Flammenmuster. Wie findet ihr mich? Ab heute bin ich Cyborg Air. Was haltet ihr von meiner Raketenverbesserung? Ziemlich cool, oder? Aber sowas von. Ja, hübsch. Ja, jetzt kann es sich gut bewegen. In der Tat. Bei den Talenten, die hier mitgewirkt haben, war der Erfolg ja vorprogrammiert. Ja, ich denke, das haben wir gut hingekriegt. Ja. Dank dieser Zusammenarbeit konnte ich etwas Großartiges erschaffen. Und ohne deine Hilfe wäre das nicht passiert, Chibi. Schniefdock! Besten Dank! Okay, Zeit für den Start, ey! Ja, zerschmetter die Barriere in winzig kleine Einzelteile! Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Ich muss gestehen, ich habe so meine Zweifel an diesem Unterfangen. Was macht dir denn Sorgen? Vergiss nicht, wer vor dir steht. Mein Name ist Cyborg Air und mein Bohrer durchdringt einfach alles. Felsblöcke, Diamanten, echt harte Süßigkeiten. Also, wenn du meinst. Sag es mir einfach, wenn es losgehen kann. Okay, es kann gleich losgehen. Aber sicherheitshalber sollten wir noch ein bisschen was essen. Wir sollten noch was essen. Wir brauchen die Macht des Tempuras. Dann bräuchten wir noch
Die darmdurchflutende Kraft des Sushis. Und dann kann jetzt nun wirklich nichts mehr schief gehen. Wir haben noch genügend... warte mal, eine Sache würde jetzt der Sack fehlen, fällt mir gerade ein. Aber gut, ich würde mal sagen... Also irgendwo muss es doch jetzt... Warte mal, schnell macht Jukeswell. Wir brauchen erst sogar noch was, um unsere Ulti-Seelangriffe aufzuladen. Mist, das war jetzt keine so gute Idee. Hoffen wir mal einfach, es geht einfach so gut. Schade, schade. Und ich wollte mir noch ein bisschen fruchtige Milch kaufen. Aber das würde jetzt zu lange dauern. Meine Aktualisierung ist abgeschlossen und ich bin einsatzbereit. Also mit dem Kopf voraus in dieses gigantische Gebäude? Genau. Na gut, Gebäude, mach dich auf eine Welt voller Schmerzen gefasst. Und ich muss was trinken. Dann macht euch eine richtig gute Vorschau gefasst, Leute. Ich werde mich in den Untergrund bohren und in den Turm rasen. Ja? Warum musst du in den Untergrund? Wäre ein direkter Flug nicht schneller? Das ist nun mal mein Style, kapisch? Oh mein Gott, seine Missachtung jeglicher Logik ist so cool. Also, hier komme ich. Gute Reise. Ich stecke fest. Kann jedem mal passieren. Gib nicht auf. Glaub an dich selbst. Du kannst es schaffen. Ich weiß es genau. Mein Held. Dann los. Was für ein schöner Anblick. Der Schutzschild ist gefallen. Er wurde durchbrochen. Okay. Gute Arbeit. Schuriken. Hervorragend. Okay. Gut, dann muss er nur noch in den Turm rasen. Los geht's. Worauf warten wir noch? Zum Angriff. Ja, worauf warten wir noch? Machen wir uns auf den Weg. Stopp. Warte eine Sekunde, wir holen noch etwas aus dem Blastershaus. Das ist ein Notfall. Achtung, Achtung, wenn der Diosi randalieren in der Stadt, Ende. Es scheint, wir werden andernorts gebraucht. Ein Notfall, alle Yoka-Helden müssen kämpfen und New Yokai City beschützen. Wir müssen den Turm den Kindern überlassen und die Vendettiosi bekämpfen. Wir müssen New Yokai City um jeden Preis beschützen. Es ist unser Zuhause. Bringen wir das Schild hinter uns, damit wir den Kindern helfen können. Gewiss, der Sieg ist zum Greifen nah. Als Hüter von New Yokai City sorgen wir für Frieden. Und
und Tempura. Yo! Und die beiden fallen natürlich überhaupt nicht hier auf. Erst ein emporschießendes Gebäude, dann ein riesiger fliegender Roboterhai und dann noch dieser Mob in schwarzen Anzügen. Was ist hier bitte los? Es sieht jedenfalls so aus, als wäre diese Stadt in große Gefahr. So wie ihre mysteriösen Bewohner, diese Yokai. Äußerst interessant. Also, Skip, die die Arbeit ruft. Wollen wir reingehen? Wovon sprichst du, Munkler? Hast du einfach vergessen, wo wir sind? Natürlich nicht. Wir tragen die gleichen Anzüge nicht. Wir können den Turm leicht infiltrieren. Obwohl du keinen Grund dazu hast, glaubst du, dass wir uns einschleichen können? Skip, die möchtest du meine Meinung hören? Okay, lass hören. Ja, du weißt ja sicher noch, wie dieser Turm aus dem Boden emporstieg. Wenn meine Theorie stimmt, dann ist das hier die Antwort auf die Y-Akten, die wir gesucht haben. Obwohl sie von dir kommt, ist die Theorie nicht mal so schlecht. Gehen wir. Wahrscheinlich müssen wir diesen Vorfall tatsächlich untersuchen. Na dann los. Alle Mann vorwärts. Erstürmen wir den Vendetti Tower. Erfolgreich infiltriert. Ich kann kaum erwarten, was jetzt kommt. Wir sind schon fast am Finale angelangt. Der finale Showdown, hurra! Könnt ihr das Ganze ein bisschen ernster nehmen? Ihr habt es also geschafft, Jubel. Jetzt verschwindet. Mies gelauntes Gesicht, würde ich mal sagen. Boah, sie haben schon einen Roboter-Guide für uns bereitgestellt? Ja. Er sieht ein wenig aus wie Jubelbots, böser Zwilling. Ich glaube, er möchte, dass wir gehen. Wir können jetzt nicht gehen. Wir sind gerade erst gekommen. Okay, dann will ich euch herumführen. Wohin möchtet ihr? Bring uns auf den Stock, auf dem wir diesen Don Vendetti finden. Zugang zum obersten Stock verwehrt. Was? Wieso? Du bist mir vielleicht ein Guide. Seht nach oben. Doppelpunkt. Seht ihr den Zeiger über den Lift? Zeiger was? Er ist der Gegenstand, der festlegt, in welchem Stock ihr landet. Doppelpunkt. Genau. Dieser Zeiger, heißt das, in welchem Stock wir landen, unterliegt dem Zufall? Absolut korrekt, mies gelaunter Smiley. Ist es Fahrstuhl-Roulette. Was sollen wir dann bitte machen? Spielen. Um Don Vendetti zu erreichen, müsst ihr alle Stockwerke bewältigen. Diese besonderen Stockwerke sind die 7 Traumebenen. Beep, beep. Schafft. Stehe es, alle zu bewältigen, bekommt ihr Zugang zum obersten Stock. Mies gelaunt. Anders gesagt, müssen wir 7 dieser Traumebenen-Dinger bewältigen. Und da der Lift auf dem Zufall basiert, können wir dort nicht einfach hingehen. Das macht alles noch etwas aufregender, findet ihr nicht auch? Tja, es ist halt jetzt ein bisschen Fahrstuhl-Roulette. Ein bisschen Mamma Mia, Fahrstuhl, Roulette. Und dazu gibt es von der Pizza Connection noch ein bisschen leckere Pizza. Mit Ameisen und Tintenfisch-Tentakeln. Ich drehe vollstens am Rad. Ehe wir die 555 erreichen. Auf ins 13. Stockwerk. Ohne Fahrstuhlmusik. Beep, beep. Traumebene Mond. Füße reinigen, nicht vergessen. Hey, Moment. Traumebene Mond? Das ist ja exakt die gleiche Ebene, die ich damals auch beim allerersten Mal von Yo-Kai Watch 3 durchspielen erreicht habe. Was zum Himmel, ist das die Mondoberfläche? Wie kommt die hier? Hey, nicht schlecht, Herr Specht. Sind alle Stöcke so gut gemacht? Dieser Stock stellt Don Vendettis Jugend vor 555 Jahren dar. Als er ins All verbannt wurde, wo er allein durchs Nichts streifen musste.
Er erschuf diesen Stock, um nicht den Schmerz jener Zeit zu vergessen. Hurra! Was? Also steckt etwa hinter jedem Stock eine Geschichte? Ich muss weg und einige Vorkehrungen treffen. Ich werde auf euch warten, also beeilt euch. Hey, warte, du kannst uns nicht einfach hier allein lassen. Du bist unser Guide. Ihm nach! Auf in die Schlacht! Auf in die Schlacht, auf dass es ordentlich hier kracht. Nehmen wir es hier nicht so wörtlich. Die Traumebenen müssen wir durchschreiten. Warte mal, sind hier Sack. Okay, hier ist der Sack Guruma, hier ist der Sack ein anderer Yokai, der mir jetzt nichts sagt. Und natürlich. Robot, ihr habt lange genug gebraucht, meine Güte, genervt. Was hast du vorher gesagt bezüglich Vorkehrungen treffen? Was für Vorkehrungen denn? Also habt ihr doch aufgepasst. Schade. Denn gleich drücke ich entfernen. Warum muss der genau diese Eigenschaft von Juppelbot kopieren? Um diesen Stock zu bewältigen, müsst ihr erst an mir vorbei. Ja, wieder mal ein Bossfight. Ein Bossfight, wir sind ja hier bereit. Okay, hier müssen wir jetzt aktuell wirklich erstmal vollste Konzentration haben. Ja, vollste Konzentration, um hier zu gewinnen. Die volle Konzentration gegen Grobot funktioniert. Und wunderbarerweise funktioniert wirklich alles genauso wie geplant.
Wunder läuft aktuell wirklich alles genau nach Plan. Blöderweise habe ich jetzt gesagt schon die nächste Yokai-Strahlenkanone aktiviert. Jetzt haben wir also keine Chance mehr, das ehrlich zu erreichen. Aber egal, die Ebene Mond wäre aber somit gleich mal abgeschlossen. Ja, bedauerlicherweise ist jetzt das ehrlich wirklich weg. Gut, schöner Snack. Alle Werte wurden jetzt gesagt von Toru noch einmal erhöht. Dann legen wir jetzt auch noch mal kurz mal los mit unserem General. Und die mächtige Gorilla gerade weiß ich auch. Ideal. Okay, jetzt hoffen wir einfach mal, dass der Tapferkeit... Warte mal, ey, wir haben ja gesagt, hier nochmal die... Schummeriger Schießeisen. Obwohl, Schummeriger Schießeisen ist ja nicht das gleiche, was ja der Roboto Y kann. Aber Grobot wurde bezwungen. Niedergerungen. Runde 1 im Vendetti Tower abgeschlossen. Fehlen also nur noch 6 weitere Etagen. Bis zum großen Showdown. Unmöglich, ihr habt mich tatsächlich besiegt. 80... Puh, dieser Kampf war unerwartet. Dann habt ihr wohl die Traumebene Mond bewältigt. Sau stark. Ja, gute Arbeit, Leute. Tja, Traumebene Mond abgeschlossen. Ausgezeichnet. Weitere EP erhalten. Radbonus. Ein paar Garnelen. Na gut, das war erstmal Runde 1 gewesen. Jetzt sind der Sack hier auf Vendettiosi überall am Werke. Naja, nicht überall, aber zum großen Teil. Und damit sage ich dann jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir dann versuchen wollen, die nächsten 6 Traumetagen zu meistern. Jede andere Etage ist jetzt der Sack einfacher als der Sack der Kampf gegen Grobot.
Und damit seid ihr mal tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.